Hallihallo, Kasu hier. Und Pika. Ja, wir waren auf dem Weg, glaube ich, zu Bill und dann noch die Arena von Azuria City machen. Direkt so einen kleinen Disclaimer. Hier bei mir ist Gewitter. Es kann auch also zwischendurch ein paar Geräusche geben. Ansonsten, lass uns Spaß haben beim Pokémon-Socken und ein paar alte Erinnerungen wieder hochkommen lassen. Chigi! Es fehlt noch das Bild, habe ich, glaube ich, im Gefühl. Das ändern wir jetzt. Und der Ton kommt auch noch dazu. Horst geht es noch wunderbar. Er freut sich. Und dann gehen wir mal Richtung Bill. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um meinen Glumanda gekümmert. Versprich mir, gut für Glumanda zu sorgen. Dann gebe ich es dir. Hey, wir bekommen einen Glumanda. Wollen wir es? Ja, nein. Und hey Bärchen, habe ich das schon gesagt? Nein, ne? Also, hey Bärchen. Ja, wie immer, geben wir einen Spitznamen. Das geht ja schon mal gut los. Fällt dir einer ein? Echse. Ich wäre für... Winter. Echse, Salamander, Gecko. Ja, ich bin gerade noch mein Rädchen am Laden. Das dauert ein paar Sekunden. So. Hat schlechte Vorbereitungen hier. So. Also, wir haben Echse, Salamander, Gecko und von mir aus entweder Winter oder Quibli. Quibli? Ich glaube, Winter ist besser. Winter kann man sich besser merken. Und dann drehen wir mal. Und das ist kein Spitzname. Das tut mir jetzt aber leid. Also bleibt's bei Glumanda.
kommt auch schon mal vor, dass man meine Niete zieht, oder? Bärchen hatte kein Bild. Also, Ergebnis. Das Rädchen hatte gesagt, kein Spitzname. Und hier ist ein Knuffenser. Stimmt, ich sollte nochmal Pokebälle kaufen. Wir sind nämlich ziemlich out of Pokebälle. Klar, war dann Volltreffer. Nur immer ja 168 EP. Oder? Wie viele Items haben wir? Wir haben noch genau 2 Pokebälle. Das ist etwas wenig. Ich habe gerade festgestellt, ich habe etwas wenig Pokebälle dabei, mit 2 Bärchen. Zwanzig ist immer gut. Und wir sollten ein paar Tränke wieder kaufen. Ah, okay. Also beim Rad ist wirklich nichts rausgekommen. Wir hatten die Niete. Jo, passiert. Blutzug. Es hat sich Verwirrung selbst verletzt. Okay, das passiert dann. Okay, dann probieren wir es direkt mal mit dem Pokéball. Weil ich glaube, Blutzug haben wir auch noch keins. Blutzug wurde gefangen. Es wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Blutzug ist ein Insekt. Die Augen dieses Pokémon fungieren als Radar. Sie bestehen aus unzähligen, sehr kleinen Augen. Dann, Dexus, ich wäre für Staubwedel oder sowas. Oder Puschel ist süß.
Hat jemand anderes noch Vorschläge? Ich schau dich gerade nicht an, Bärchen. Ganz und gar nicht. Mistfliege! Ist eine Option. Okay, dann drehen wir mal das Rädchen wieder. Bremse ist auch noch drin, okay. Schon wieder rot, oder? Also ehrlich gesagt, zweimal hintereinander rot, das können wir nicht so stehen lassen, oder Bär? Lila oder Gelb, Bärchen? Ich sag Gelb. Also, Mistfliege. Passt leider so nicht. Machen wir es so. Nee, Bremse. Wir bleiben bei. Nehme ich die Bremse. Ist ja auch dein Wunsch. Oder so. Unsere Bremse wurde auf unser Gas-PC übertragen. Und Myrapla haben wir auch noch nicht. Und für Myrapla wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn man versucht, dieses Unkraut-Pokémon aus der Erde zu ziehen, dann schreit es fürchterlich laut.
Myrapler einen Spitznamen geben? Busch. Okay. Also es wird ja nachher noch zu einem Giflor und zu einem Luflor. Das müssen wir ja auch noch beachten, ne? Also am Ende ist es eine große, fette Lume. Okay, dann ist Busch im Rennen. Unkraut wäre auch noch was. Raune, ja, das erinnert mich daran gerade. Ich hätte zwei. Raune. Sollten wir mal ein paar von denen mitnehmen? Später, eventuell, wenn wir bei Bill angekommen sind. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Ein Wanderer möchte kämpfen. Wow, Volltreffer. Okay, er auch. Wilma erreicht Level 16. Nein, wollen wir nicht. Doppelkick. Die Attacke ist sehr effektiv. Ich weiß noch nicht, wie die gegen einen Stein sehr effektiv sein kann, aber sie ist effektiv. Du hast gut gekämpft. Kasumi gewinnt 525 Pokédollar. Hey, Wilma entwickelt sich. Hallo Sasu. Wilma wurde zu Nidorina. Ayo, mein Freund ist cool.
Göran möchte kämpfen. Es ist ein Nidoran männlich. Volltreffer. Wird das jetzt gerade schon unter Zickenschlacht? Ein Nidoran weiblich gegen eine Nidorina. Nidoran weiblich wurde besiegt. Und wir besiegen die Göre. Ich meine in Form. Und wir gewinnen 225 Pokédollar. Wenn ich jetzt einen runtergehe, laufe ich unten dem rein. Wenn ich geradeaus gehe, laufe ich dem rein. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich hätte einen runterlaufen müssen, mindestens zwei. Naja. Egal, was hinter ihm liegt, irgendwann kommt man mit Zerschneider dran. Als nächstes kommt ein Rattan in den Kampf. Fred erreicht Level 16. Und wir besiegen Pfadfinder. Ach so, ein Mist. Und 280 Pokédollar. Hey, Fred entwickelt sich. Und es ist ein Nidorino. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Göran möchte kämpfen.
Es ist ein Myrapla. Fred Alt 216 EP. Als nächstes kommt Taubsi in den Kampf. Und Taubsi wurde aufgespießt. Nein, wollen wir nicht wechseln. Und wieder ein Myrapla. Das war ein Volltreffer. Sie ist nicht effektiv. Fred trifft wieder nichts. Ja, dann tauschen wir mal als Pokémon. Lassen wir Günther noch mal dran. Und damit haben wir die Göre auch besiegt. Ich bin nicht neidisch. 195 Bocke-Dollar. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Dann gehen wir mal bei Bill rein, ne? Pika? Pikachu ist gerade fraglos. Was ist Horst? Horst hat Fragezeichen über dem Kopf. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir? Glaubst du es mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? So minimal erinnert mich das heutzutage an Cosplay. Was passiert, wenn wir Nein drücken? Nein? Komm schon. Ich stecke in wirklich ernsten Schwierigkeiten. Also hilfst du mir? Bitte. Okay, alles klar. Ich gehe in den Teleporter und
Du, ich dachte es von meinem PC aus, das Zellteilungsprogramm. Pika? Was hat keine Ahnung, was los ist. Kazumi hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Hä? Das Gesicht von Pikachu. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Wir erhalten ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Pikachu immer noch frei. So. Jetzt freut er sich wieder. Ja, das haben wir gerade schon gelesen. Auf diesem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Kann man nicht reingehen. Jetzt laufen auch noch hier ein paar Gegner über die Füße. Retter entwickelt uns wieder zu Tode. Fred erreicht Level 17. Als nächstes kommt ein Sandan. Nein, wollen wir nicht wechseln. Und dieses Piepsen im Hintergrund macht keinen Kirre. Endlich! Und wir haben einen Teenager besiegt. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. 210 Poké-Dollar. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja, von dem kommen wir gerade.
Kleinstein wurde besiegt. Als nächstes kommt ein Kleinstein. Nein, wollen wir nicht wechseln. Kleinstein schläft. Kleinstein schläft immer noch. Nutzen wir nochmal Herrner. Kleinstein schläft immer noch fest. Nochmal Herrner. Kleinstein schläft. Konfusion. Kleinstein ist aufgewacht. Und Kleinstein ist weg. Als nächstes kommt ein Macholo. Die Attacke ist sehr effektiv. Und unsere Puderdose erreicht Level 17. Nein, möchten wir nicht. Das hat keine Wirkung. Nochmal. Kleinstein schläft. Okay. Dann nehmen wir Konfusion wieder. Puderdose erhält 200 noch was EP. Und mein Internet ist gerade wieder am Abschmieren. Geil. Wanderer, du hast mich besiegt. Wir gewinnen 455 Pokédollar. Gerade hatte ich mal 2 Sekunden einen kompletten Disconnect. Ich habe in Orania City mit meinem Vater auf der MSN eine Party besucht. Okay. War die MSN nicht das Schiff, was in der Serie nie wieder zurückkam? Fleckmon ist ein kleines Problem. Ich glaube, ich sollte Pikachu nehmen. Boss ist verwehrt. Benutzt Donnerchock. Fleckmon ist paralysiert. Das war's mit Horst. Horst wurde besiegt.
Ich bin dir nicht böse. Nein, gar nicht. Ich glaube, den hier unten und den da oben, den müssten wir noch. Ich probiere das einfach. Möchtest du Bill? Aber erst wird gekämpft. Ehrlich gesagt, wir kommen von Bill. Wir möchten nicht mehr zu ihm. Ein Onyx. Es wickelt uns wieder zu Tode. Puderdose mal wieder was aufheilen. Gar nichts schläft. Gar nichts schläft immer noch. Onyx wurde besiegt. Günther erhält 196 EP. Puderdose erhält 100 Punkt EP. Und wir besiegen einen Wanderer. Du hast viel Erfahrung. Wir gewinnen 195 Pokédollar. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Okay. Teenager möchte wieder kämpfen. Es ist ein Radfratz. Und ein Habitak. Oh, das war ein Volltreffer. Habitak wurde besiegt. Günther erreicht Level 19. Und wir besiegen einen Teenager. Du bist richtig gut. Wir gewinnen 225 Pokédollar. Und einmal in mein Poké-Center Post wieder heilen. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Wir benötigen deine Pokémon. Komm her, seid wieder vorbei.
Okay, immer noch glücklich. Willkommen im Fahrradladen, wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Immer noch so überteuert. 1 Million Poké-Dollar. Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuche uns doch mal wieder. Elektroball macht ein Nickerchen. Oh nein, wieder nicht. Du bist auch ein Trainer. Zusammen und zu kämpfen ist noch nicht. Ist nicht immer so leicht. Azuria City, Pokémon Arena. Arenaleiterin Misty. Die zauberhafte Arenaleiterin. Azuria City. Eine mysteriöse blaue Aura umgibt die Stadt. In einem Pokéball. Hey, warte, du Championin-Spiel. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Horst, dein Job. Es ist ein Pikachu. Wenn ich von hier umgehen kann, dann kann doch bestimmt auch sein, dass hier irgendwas liegt. Nein, liegt nichts. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Okay. Schwimmer möchte kämpfen. Es ist ein Seebär. Die Attacke ist sehr effektiv. Seebär wurde besiegt. Horst erhält 283 EP und erreicht Level 16. Als nächstes kommt ein Mushas. Nein. Nochmal über 300 EP. Das darf nicht wahr sein. Und 80 Poké-Dollar. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Okay. Pfadfinderin möchte kämpfen und setzt Goldini ein.
451 EP und erreicht Level 17. Pfadfinderin ist besiegt. Ich bin überwältigt. Okay, 380 Poké-Dollar. Das sind ein paar mehr wie bei dem anderen. Und jetzt zu Misty. Du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist Offensive. Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? Misty möchte kämpfen. Und setzt Sternu ein. Sternu ist paralysiert. Das war Sternu. Und als nächstes kommt Stormy. Nein, wollen wir nicht wechseln. Dami. Donnerch. Okay. Luftstrahl. Dann nehmen wir jetzt unsere Puderdose. Stimmt, ich glaube, man konnte nur eine Sorte Puder benutzen. Okay, Doppelkick ist nicht sehr effektiv. Ein paar Mal Silberblick benutzen. Stormy ist nicht mehr verwirrt. Benutzt Aquaknarre.
Schlaf, Bruder. Hoffentlich. Unsere Puderdose überlebt. Puderdose erreicht Level 18 und versucht Superschall zu lernen. Nein. Ja, Superschall nicht erlernen. Und wir haben Missy besiegt. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden. Als Zeichen deines Triumphes. 2079 Pokédollar. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Bücher zacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. TM 11. Misty, bisherige Sieger Gary und Kasumi. Aber Gary, der war auch schon hier. Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Elektroball ignoriert die Befehle. Okay, hier war ein Fahrradladen. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Bisasam, Bisasam. Ja, da braucht man im Moment nichts. Besuche mich wieder, wenn du möchtest. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Team Rocket braucht den Schaufler sicher. Für irgendeine Schandtat. Wow, Unmengen an Büchern über Pokémon. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Dieses gemeine Team Rocket, hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Und dementsprechend ist auch hier ein Loch in der Wand.
Hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was? Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Du glaubst mir nicht? Es ist Team Rocket. Als nächstes kommt Traumato. Und wir haben Team Rocket besiegt. Okay, ich gebe auf. Ich verschwinde. Und wir haben die gestohlene TM. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Wir sollten mal zum Poké Center. Unser kleinen Horst wieder heilen. Vor allem, wir haben den Schaufler jetzt. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Okay. Ja, ein Traumfresser schläft. Da läuft was schief. Also, wir werden jetzt noch eine Stunde in etwas spielen und dann werde ich Feierabend machen. Aber
trotzdem. Eine Stunde ist eine Stunde. Dann haben wir wieder 2 Stunden gespielt. Okay, da geht's mit dem Zerschneider lang. Haben wir nicht. Also hier runter. Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Nein. Dann bis später. Tunnelpfad, Azuria City, Orania City. Was steht hier? Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Bekam man nicht in irgendeiner Stadt ein Getränk, was der hier haben wollte? Stimmt, und da gab es auf irgendeiner Etage einen Getränkeautomat. Bist du zu einem Tragosso? Willst du es gegen einen Machok tauschen? Habe ich nicht. Ups. Die Musik hier gerade könnte auch ein Nokia-Rington sein. Naja. Ich höre, viele Leute haben Dinge auf den Tunnelpfad verloren. Ich habe nichts gefunden. Dann laufen wir hier mal hoch und runter.
Also ich habe eindeutig nichts gefunden. Ich trainiere für meinen Liebsten, ich störe nicht. Okay. Pfadfinderin möchte kämpfen. Ein Dragosso. Keine Wirkung, stimmt. Dragosso wurde besiegt. Mülleimer erreicht Level 15. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Es hat sich Verwirrung selbst verletzt. Mülleimer ist verwirrt.
Und Mülleimer erreicht Level 16. Du bist ein zu guter Trainer. Wir gewinnen 200 Poké-Dollar. Noch zwei. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Das war's für Mülleimer. Das hat nicht ganz geklappt. Hörte ich da jemanden von Kämpfen sprechen? Nein, ich nicht. Garantiert nicht. Es ist ein Habitak. Hier ist es so warm. Bärchen, hast du noch Aufguss? Die Kohlen sind da hinten in der Ecke. Nee, die kannst du entsorgen gehen. Ich glaube, das ist nicht mehr gut.
Ich hätte es wohl besser überhört, ja. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, machen wir. Wir haben nur keine Angel. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Wir halten eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Angel. Okay. Oh, da hat etwas angebissen. Es ist ein Carpador. Platscher, es hat keine Wirkung. Fast hätte es geklappt. Platscher! Es hat keine Wirkung. Ich könnte mal Schlafpuder benutzen, ne? Ich weiß, aber irgendwie muss doch der Pokéball funktionieren. Bei dem Level 5 Carpador. Siehst du? Carpador wurde gefangen. Es wird ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. Man sollte niemals große Hoffnungen auf Carpador setzen. Dieses Pokémon ist sehr unzuverlässig. Möchtest du ein Carpador einen Spitznamen geben? Ja. Und jetzt warte ich wieder auf ein paar Infos. Oder Vorschläge. Es liegt in eurer Hand, nicht in meiner. Gott. Oh Gott. Okay. Also, oh Gott, hätten wir schon mal. Allmächtiger. Okay, dann ist 1 Gott, 2 ist, ja, Allfather. Ich kann's nicht aussprechen. Und Nummer 3, noch jemand was für Nummer 3 zu sagen? Ich stelle gerade fest, ich habe mein Rad gerade nicht. Da ist es. Dann
Allvater. Okay, drehen wir das Rad. Okay, Chat 1, also Gott. Oh Gott. Das funktioniert nicht. Oh Gott, okay. Das sieht aber besser aus mit Oh Gott. Ich habe das O klein geschrieben, ne? Ein bisschen böse bei dem Eintrag. Soll ich es noch ändern, dann muss ich wieder alles zurück. Dann machen wir das O auch noch groß für Bärchen. Und oh Gott, wurde auf Bills PC übertragen. Hallo Roti! Wie geht's? Wir haben gerade das stärkste Pokémon gefangen, was es hier im Spiel gibt. Ich muss zuerst ein Pokémon ablegen. Nehmen wir Mülleimer. Mülleimer wurde in Box 1 transferiert. Mitnehmen. Oh Gott. Mitnehmen. Und oh Gott, ist ein Karpador. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Hä? Pikachu? Pikachu ist verknallt.
Bibi. Oh Mann, Pikachu. Hat mein Bibi nicht einen wunderschönen Schweif? Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ich glaube, das ist ein legendärer Vogel. Nein, ein Ibitak. Jurob, Jurob. Du meine Güte, mein Jurob ist viel hübscher. Oh mein Gott. Ist das ein Bonita oder ein Galoppa? Mein geliebtes Galoppa. Okay. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Nein. Und dann war Pikachu einfach niedlicher. Volllabern. Willst du echt, dass ich mich volllabern lasse? Okay, sehr schön. Dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug. Und aufregend. Stimmst du mir dazu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft. Warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Wir haben einen Radcoupon. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ein 1-Millionen-Fahrrad, okay? Dann gehen wir mal ein 1-Millionen-Fahrrad holen. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Dann müssen wir auch hier den Tunnelweg nehmen. Tipps für Trainer. Drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémon, so wird der Prozess abgebrochen. Stimmt, hier war doch der Fahrradladen. Ich laufe voll dran vorbei. Oh, das ist ein
Fahrradcoupon. Okay, es gehört dir. Wir tauschen den Coupon gegen dein Fahrrad. Ehrlich gesagt, es sieht aus wie so ein Pookie 3-Rad im Game. Ein bisschen. Kann man hier auch angeln? Oh, da hat etwas angebissen. In einer Pokémon-Arena. Okay, unser Körper durchschläft. Dann nehmen wir wieder das Fahrrad. Okay. Könnte ja hier wenigstens wieder aufsteigen, oder? Thank you.
Das sollte zumindest ein paar Bit EP für unser Carpador kriegen geben. Du hast erreicht Level 18. Machok. Ein Machok ebnet das Land. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Ah, das haben wir schon mal gelesen. Ich habe ein Shiki gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiki richtig erziehen können. Topsy, Topsy. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Saffronia City Unruhe. Hier in Orania City scheint es sicher zu sein. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Hafen von Orania City. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Felstunnel nach Lavadia. Polizei von Orania City. Diglas Höhle. Wer kennt's nicht, wenn ein Pokémon mal irgendwo auf dem Weg schläft? Dick da fangen, wenn ich reinkomme. Das ist cool. Dick da hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Fertania City.
Das ist kein Dickdach. Oh Gott. Ausprobieren, Sasu. Ausprobieren. Ich versuch's zu killen, aber dafür muss ich jetzt nochmal warten, bis es wieder aufwacht, um wieder Schlafpuder zu benutzen. Das hatte ich erwartet. Naja, ich glaube, wir sollten fliehen. Kann sein, dass es da auch sowas gab. Oh Gott. Ich kann nicht davon laufen. Ich bin entkommen. Victor. Ja, oh Gott. So, und jetzt viel Spaß mit diesem komischen, fiepsenden Geräusch, während ihr euch einen Namen ausdenken müsst. Dickter, ein Maulwurf.
Dieses Pokémon lebt unter der Erdoberfläche. Man kann es mitunter in Höhlen beobachten. Und wir möchten ihnen einen Spitznamen geben. Die Frage ist nur welchen. Hallo Iduk! Sorry für das Piepsen im Hintergrundgeräusch. Ich klick mal raus, dann ist das leiser. So. Wir sind gerade dabei, einen Namen für Dicta zu finden. Bärchen hätte als Vorschlag schon mal Mauli. Dickdarm. Ja, ist auch gut, nehme ich. Möchtest also noch einen? Würde ich mal sagen. Ich glaube, Hatzro ist ein bisschen schwierig auszusprechen bei mir. Also dann drehen wir mal das Rädchen. Ist das wieder rot? Also, nein. Da nehme ich nochmal. Rot ist nämlich kein Spitzname und diesmal will ich einen. Oh Mann. Also. Chat Nummer 3 hat gewonnen. Bei einer Auswahl zwischen Mauli und Dickdarm ist das eine sehr gute Variante. Ich nehme eine Münze. Wenn ich sie jetzt finde. Ich habe sonst immer eine Münze hier liegen gehabt. Naja. Ja, das nennt man dann mal Vorbereitungen. Also noch ein drittes Mal. Tja, 2. Iduk hat gewonnen. Thank you.
damit haben wir einen Diktar. Wo ist hier das Pokémon Center wieder hin? Da. Und da ist gegen, ich glaube, Arenaleiter Bob, der hier in der Stadt wohnt, ziemlich gut helfen würde, ein Erd-Pokémon dabei zu haben, werden wir jetzt noch ein Erd-Pokémon einpacken. Die Frage ist nur, welches Pokémon legen wir dafür ab? Also ich habe schon eine 3 vorne stehen beim Namen. Beim Alter. Namen. Komplett verpeilt. Ich wollte was einpacken, oder? Dann gehen wir noch mal auf Bills PC. Oh, okay. Also ich bin noch näher an der 3 dran als an der 4. Ich wollte ein... Was nehmen wir denn? Nehmen wir Steinchen oder nehmen wir Dickdarm? Dickdarm hat ein höheres Level als Steinchen. Nehme ich ihn mit. Bärchen ist das jüngste Mitglied hier im Chat. Okay. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt einmal jährlich in Orania City an. Und ich glaube, dieses Mal ist es das letzte Mal, dass sie anlegt. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Wir zeigen das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Das hört sich ein bisschen was an wie der Nachrichtendienst von der Firma mit dem Fenster. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Okay. Ja, lauf noch weg. Aus dem Weg, du Leichmatrose. Wir sind schwer beschäftigt.
Irgendwie bekomme ich gerade echt Hunger. Ich habe einen seltsamen Ball Müll gesehen. Okay. Es gibt zu viel zu tun. Ich kann mich nie ausruhen. Hier ist nichts. Bloß Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Hier ist nichts. Nur Abfall. Hast du schon vom Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Wir finden einen Superball. Schnief, schnief. Immer muss ich Zwiebeln schälen. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Currywurst. Wie kommt eine solche Banalität auf meine Karte? Gute Frage an euch oder an dich. Magst du Currywurst? Der musste, sorry. Okay, bis denn dann. Tschüsschen, Iduk. Moin, moin, Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Psst. Okay. Da ist ein Bullauge. Bullauge sind normalerweise an Außenwänden von Schiffen. Die Tür ist hier an der Seite. Der Gang ist hier an der Seite. Das heißt, die Außenwand müsste rein theoretisch da an der Seite sein, oder? Dieses ist innen. Das hier auch. Um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Gore möchte kämpfen. Ich bin schon wieder am Überziehen, merke ich gerade. Bärchen. Bruderdose erreicht Level 19. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Wir gewinnen 270 Pokédollar. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Ich glaube, dieses Zimmer machen wir noch leer.
Unser Kapadu erreicht Level 7. Ich kann keine weiteren Items tragen. Okay. Wir machen eine große Weltreise. Stimmt, ich könnte mal ein paar von den Sachen hier in dem Item-Computer laden, ne? Ich glaube, das machen wir noch. Und wenn wir dann am Pokémon Center sind, unser Pokémon geheilt haben, werde ich so langsam die Segel streichen für heute. Einmal die ganzen TMs weglagern. Pokémon. Und dann sage ich mal, soll es das für heute gewesen sein. Und bis zum nächsten Mal. Irgendwie möchte gerade mal wieder der Endscreen nicht. Ein paar Sekunden. So. Danke fürs Zuschauen, danke an Bärchen fürs Rummoderieren und bis zum nächsten Mal. Bye! Nacht, die Bär. Tschüss, Roti. Nach Kisasu.